Und die Paradiesspiele 2013 sind nun irgendwo so ein kleines erstes Ergebnis, wo man eben sehen kann, was aus unserer Kulturarbeit geworden ist. Und ganz wichtig war eben tatsächlich einen Platz zu finden, wo sich eben die wichtigen Vereine, wie zum Beispiel der Theaterspielkreis und die Stadtverwaltung zusammenfinden können, um gemeinsam in einem Projekt zu ziehen, das dann möglicherweise auch wiederholt werden kann. Und ganz wichtig natürlich sind die Sponsoren, die auch irgendwo gesagt haben, okay, diese Richtung geht mit, wir sehen auch, dass Pfaffenhofen sich verändert, dass Pfaffenhofen wächst, dass wir eine andere Bevölkerungsstruktur mittlerweile haben, dass wir in dem Einflussbereich von Großstädten stehen, dass Leute herziehen, die ganz andere Reize, sage ich jetzt mal, im kulturellen Leben irgendwo gewohnt sind. Und wir unterstützen das, wir wollen, dass Pfaffenhofen da mithalten kann und nicht untergehen, einfach nur eine Strafstadt wird. Dafür herzlichen Dank, und Herr Volkskamp ist ja da ganz, ganz vorneweg von Anfang an gewesen und immer eine sehr, sehr große Hilfe. Wirklich, also nicht bloß danke jetzt für die Paradiesspiele, sondern ernst gemeint für einige Jahre. Hier in Kooperation mit der Stadt zu seinem 40-jährigen Freundschaftsjubiläum auf der einen Seite, zum 120. Geburtstag von Josef Maria Luz auf der anderen Seite, eine vor 20 Jahren begonnene Tradition von Freilichtaufführungen hier fortsetzen zu können. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir als Aufführungsort etwas gefunden haben, weil der alte traditionelle Platz in der Luz-Schule, der nicht mehr bespielbar ist, durch die Hügel wieder abgeschüttet wurde und die landschaftliche Modellierung steht ja nicht mehr als Fläche zur Verfügung, aber sind sehr froh, hier das, was ich immer nenne, das Wohnzimmer der Stadt Pfaffenhofen hernehmen zu können und dafür benutzen zu können, um eine Inszenierung oder eine Theaterbearbeitung, die schon mal 1979 zur Eröffnung des Hauses der Begegnung gespielt wurde, jetzt diesmal als Freilicht zur theatermäßigen, theatralischen Einweihung des Hauptplatzes des Fischbüchers. Also frisch zusammen, wir für die Einweihung von die Programme, das ist schon wieder 3 Jahre her. Aber seit 5 Jahre so war das. Dann? Drei Jahre. Hauptplatz, genau. Aber seit dem Traum haben wir schon wieder gedacht, da gehört einmal was abgehört. Und wir sind froh, das heuer so realisiert zu können. Ja, und wie wir ja vorhin schon gehört haben, sind die Paradiesspiele dem Josef Maria Luz in der 20. Geburtstag gewidmet. Und dann möchten wir auch sein berühmtestes Stück, nämlich den Panda-Kaffeeschwarzes Paradies, in einer ganz innovativen neuen Form zu Wort kommen lassen. Da konnten wir den Regisseur Falco Burme, der kommt aus Pfaffenhofen und arbeitet mittlerweile am Theater in Ingolstadt und auch als freier Regisseur gewinnt. Er hat einen Theatermonolog auch eigentlich für die Paradiesspiele verfasst. Das heißt, den wird man auch nur an diesen drei Terminen zu sehen und zu hören bekommen. Dort, das ist ein Theatermonolog, das heißt, es gibt eine Rolle, das ist der Tod, der Morgenpartner. Und der wird insgesamt von einer weiblichen Darstellerin verkörpert, nämlich der Olivia Wendt, die ist Ensemblemitglied im Stadttheater in Ingolstadt. Der Vorverkauf ist im Hörbüro und beim Pfaffenhofen und Kurier und dort auch schon. Genau. Interessant finde ich dabei eben zu sehen, dass Marco Blume, der Pfaffenhofen ja auf die Schule gegangen ist, wenn man das so will, ich weiß nicht, ist euer Gewächs. Also ich meine, der ist beim Theaterspielkreis groß geworden, hat da auch inszeniert und hat dann eben, das ist der erste war, der wirklich professioneller Regisseur dann geworden ist, also einer Reihe. Oder auf dem Niveau auf jeden Fall. Ja, also ist sozusagen der erste, der auf den Theaterspielkreis kommen, da seine Anfangsinszenierung gemacht hat, in der Ingolstadt gegangen ist, jetzt dort regelmäßig inszeniert und halt an anderen Theatern in Deutschland arbeitet. Das ist natürlich irgendwo so ein Traum, ja, dass man einfach einen Verein hat, der ehrenamtlich funktioniert, aber ein Niveau bietet, wo eben auch Talente sagen, okay, da gehe ich gerne hin, da kann ich was lernen und tatsächlich dann den Weg auch finden in die professionelle Arbeit. Deswegen ist es natürlich super, dass wir die große Inszenierung des Theaterspielkreises am Hauptplatz haben und die kleine in der Seitenbühne sozusagen der alten Eiche, die kleine Inszenierung von Falco Blume. Wir haben ja dann sozusagen auch noch den Beginn eben mit dem Engeltheater, weil da klar ist, also sozusagen die Kunstform, die am allermeisten Formen mit einbezieht, ist natürlich das Theater. Also wir müssen nicht unbedingt von einem Kunstwerk sprechen, aber es ist Musik dabei, es ist Gestaltung dabei, es sind ganz viele Darsteller dabei, Nebendarsteller dabei. Theater ist die Form, die eben am meisten einbindet und deswegen ist es sozusagen schon unser Ziel gewesen, eben mehrere theatrale Formen sozusagen in den Paradiesspielen zu zeigen und eben sozusagen das ist Schwerpunkt Theater.
Gut, am 6. Juli ist dann die Eröffnung des Interkulturgartens, was mich jetzt auch persönlich sehr freut, dass ich da eventuell reingenommen werden konnte. Picknick im Paradies heißt das. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Workshops, Aktionen und Vorführungen. Und eben zum ersten Mal kann man eben diesen Interkulturgarten besuchen. Und ich finde daran, auch bei der nächsten Veranstaltung, die ich vielleicht vorstellen werde, zeigt sich eigentlich auch sehr schön so ein Plan dieser Paradiesspiele. Also es ist wirklich so dieses gemeinsame Gefühl, also städtische Veranstaltungen, Privatveranstalter und Vereine, die sich einbringen und wirklich so ein großes Kulturfestival auf die Beine stellen können. Das ist eben dann auch bei der nächsten Veranstaltung, das ist Sternhaar, ein Ballettmärchen von Tanzstudio Scherz, die Scherz ist heute da. Am 6. und 7. Juli, das sind es mit 150 Kindern, die da tanzen werden, zu dem bekannten Sternhaar-Märchen, was ja thematisch eigentlich auch ganz gut zu unserem Paradiesspielen passt. Ja, dann am 11. Juli haben wir um halb 10 auf der Festspielbühne noch was ganz anderes, nämlich ein Open-Air-Kino. Der Film, der gezeigt wird, ist Wie im Himmel von Peter Pollack. Das ist ein schwedischer Film, der, ich glaube, 2007 oder 2008 herauskam, damals auch sehr erfolgreich im Kino lief, wie lange. Es erzählt die Geschichte von einem Musiker und es geht darum, wie jeder sein eigenes Paradies finden kann. Und die Filmmusik von Stefan Elfelsen ist wirklich sehr beeindruckend und ich glaube, wenn es dann noch auf dem Air-Rahmen gezeigt, hoffentlich unter Sternenhimmel, dann ist es gerade auch mit dieser Musikverbindung bestimmt eine ganz, ganz schöne Angelegenheit. Dann am 13. und 14. Juli haben wir noch mal eine Kindertanzaufführung von der Ballettschule Kiel. Da geht es um das Paradies der Tiere, also eine fantastische Kindertanzinszenierung, wo das Leben an allen Tagen im Paradies der Tiere gezeigt wird. Das ist eine Benefizveranstaltung, das heißt, die Erlöse werden in soziale Projekte reinfließen. Und das wird eben viermal an diesem Wochenende dann gezeigt. Ja, dann kommen wir zum Abschluss am 21. Juli bei schönem Wetter. Bei schlechtem Wetter müssen wir dann eine Woche später dann auf den 28. Juli ausweichen. Das ist auch nochmal was ganz Neues und Besonderes. Das ist ein Orchester, das extra für diese Paradiesspiele zusammengestellt wurde. Der Max Peng, also Kirchenmusiker hier in Pfaffenhofen, wird das dirigieren. Und das Schöne ist, dass sich das aus Musikern und Musikerinnen aus der ganzen Region zusammensetzt. Ich glaube, es sind ungefähr 40 Musiker. Ja. Ich glaube, auch die Nachhaltigkeit war beim Josef Maria Lutz, das brauchen wir nicht im Detail erläutern, seine Werke, die wirken ja bis jetzt. Und ganz herzlich möchten wir uns bei der Stadt Pfaffenhofen bedanken für das Vertrauen, dass wir hier als starker Sponsor bei dem Mammutprojekt mit wirken dürfen. In der Vorbereitungsphase hat jetzt gezeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Stadt und den Künstlern schon sehr gut klappt und wir werden auch uns auch mit persönlichem Engagement, also Mitarbeitern, nicht nur finanziell, sondern Mitarbeiter mit einbringen und hoffen dann einfach, dass die Paradiesspiele ein schönes Wetter haben und wir tun dieses gelingen. Mal einen geregelten Absatz gehabt, das wird dann hoffentlich im